Woran denken Sie bei diesem Anblick? Nun, Klimaforscher denken dabei immer öfter an die Polkappen. Wenn die weiter so abschmelzen, wird diese schöne Stadt bald überflutet sein. Und viel schlimmer, die Heimat hunderter Millionen Menschen. Aber die Welt hat eine Chance, das zu verhindern, nämlich die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. Venedig arbeitet mit Hochwasserschutzanlagen weit draußen. Sowas ist gut, wird aber auf Dauer nicht reichen. Das heißt, Wirtschaft und Politik müssen jetzt schnell und konsequent von fossilen auf erneuerbare Energien umstellen. Auf Wind, Sonne, Wasserkraft, Erdwärme. Sie können helfen, das Ganze zu beschleunigen. Dann bleiben Polkappen und Lebensräume erhalten. Und wir müssen den Markusplatz nicht in Markussee umbenennen. Einfach die Welt retten.com